Linker, ihr linker Läufer hat den Ball nach durchspielen müssen. Und Hidekuti gegen Turek eben. Und Ungarns Sturm. Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puskas, Tor! Was wir befürchtet haben, jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Einmal. Angriff gegen das deutsche Tor. Rechts außen Schieber mit der Nummer 11 zieht den Ball vor das Tor. Und was? Fritz Walter aus. Und Fritz Walter bemüht sich noch einmal um den Ball, aber Schieber bleibt sicher. Schieber allein im Strafraum der Deutschen schießt. Aber Toni Turek liegt in der Schuss. Mit Aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber und wieder, Hidekuti müsste schießen, schießt auch an den Pfosten, an den Pfosten! Geht. Wieder die Ungarn. Deutschland mit 8 Mann in der Deckung. Jetzt vor das Tor geschlagen. Angriffsmaschine der Ungarn von links aus. Puskas, Mensch, wenn ich das sehe, wenn er so loslegt, von links nach rechts hinüberwandert, denke ich an sein erstes Tor in Basel. Das zweite der Ungarn überhaupt und auch diesmal hat er steil durchgespielt. Aber zum Glück. Schieber schießt da innen, aber Liebrich steht da. Trotzdem, noch einmal müsste ein Schuss von Schieber kommen. Aber Turek holt der Ungarn durch Puskas, der schießt. Schießt aber Turek an. Schöner Pass zu Puskas, wird postwendend erwidert. Und Schuss über das Tor. Hidekuti, der zurückhängende Mittelstürmer spielt, spielt ab zu Kosic. Kosic auf engstem Raum, schön abgespielt. Jetzt Gefahr, Schuss auf der Torlinie gerettet. Nachschuss müsste kommen, nochmal auf der Torlinie gerettet. Das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohl. 18 Spieler im deutschen Strafraum, in ihn wird der Ball wieder hineingespielt. Wunderliche Zusammenarbeit unserer deutschen Abwehrspieler. Aber auch eine wundervolle Kombination der Ungarn. Wir müssen beides anerkennen und müssen unsere Hintermannschaft beglückwünschen zu dem Glück und dem Können. In der Sturmmitte spielt ab zum rechten Flügel zu Todd. Todd könnte den Ball vor das Tor ziehen. Kopfball an die Querlatte von Kosic. Da hat ein Ungar, und zwar der rechte Verteidiger Budzanski, faul gemacht in der deutschen Hälfte. Es gibt Freistoß für Deutschland. Mein Kompliment für Sie, meine Lieben. Ball und läuft dazwischen. Hat gut abgewehrt, aber schlecht abgespielt. Und die Ungarn, Puskas schießt. Aus weiterspielen ließ. Angriff der Ungarn von Puskas zu Hidekuti. Der zu Puskas. Puskas schießt. Gehalten. Auf dann. Durch Cibor, alleine durch. Turek aus dem Tor heraus. Hat gerettet. Nachschuss von Hidekuti. Ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Du bist mindestens so schwer in Gold aufzuwiegen wie der Coupe Rime, also der Goldpokal, der 1,5 Kilo schwer sein soll und einen Wert von 15.000 Goldmark haben soll. Bitte 15.000 habe ich in der Aufregung gesagt. 15.000 heißt es, wenn wir uns ganz korrekt im Schriftdeutsch äußern wollen. Toni Turek ist mitgenommen nach dieser Parade. Als der Schiedsrichter zu ihm kommt, winkt er ab, so als wollte er sagen, es ist nicht so doll. Deuser, der Masseur, ist auch schon bei ihm. Herberger, bemerkenswert diszipliniert, geht gar nicht erst zu Toni. Flank auf und Kosic flank, Puskas abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, Puskas abseits. Die Ungarn auf der eigenen Hälfte rausschlagen, den Ball nach vorne und Hidekuti, aber du. Jetzt haben die Ungarn eine Chance, spielen ab zum rechten Flügel. Schieber, jetzt ein Schuss, gehalten von der großartige Fußballspieler aus Budapest. Er hämmert die Fäuste auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss. Es ist wahr, unser